Hallo, meine lieben Webenwedler, und willkommen zu Spider-Man. Hier steht komischerweise No Way Home, es ist aber aus Far From Home. Die 2022er Polybag Spider-Man Bridge Battle 3043-3. Wer es erkennt, der erkennt es genau. Es ist der Kampf am Ende von eben Far From Home, also dem zweiten Marvel-Spider-Man-Film und dem, jetzt muss ich gerade rechnen, siebten insgesamt, ohne die japanischen und ähnlichen Kram. Und genau, das ist eine Polybag, auf die sich dieses Jahr sehr viele gefreut haben, die sehr schnell weg war. Ich habe sie beim Müller gesehen im Laden, war eine Woche später nochmal da, um sie zu holen. Sie war nicht mehr da. Und so musste sie dann doch bei JB Spielwaren letztlich bestellen. Aber sie war dann noch zu bekommen. Üblicher Polybag-Preis von 3,99 natürlich. Diese Polybag hat allerdings etwas Besonderes. Zwei besondere Teile. Erstmal ein relativ seltener Spider-Man, nicht exklusiv. Einige sagen, der ist exklusiv. Der ist nicht exklusiv. Kommen aber gleich zu. Und wer es sieht an den Teilen, der sieht es an den Teilen. Wer nicht, der wird es gleich sehen, wenn ich das Ding einfach aufmache und zusammenbaue. Ich werde dann darüber reden. Wir haben noch mal ein paar andere Marvel-Figuren, einfach so im Design. T'Challa, noch ein T'Challa, ein Klon von T'Challa. Captain Americas Schild, Captain Marvels Brüste, Spider-Mans Brüste und so weiter. Diverseste Marvel-Helden hier. Also einfach mal im Design mit integriert. Und das verwirrende Marketing. No Way Home, Far From Home. Lego macht es gerade so, die packen unter No Way Home einfach mal alle Spidey-Filme. Und passt auch irgendwie, wenn man den Film kennt, ein bisschen. Das hier deutet das an, was ich gleich in Kritik noch haben werde. Wo ich zumindest ziemlich sicher bin, ich werde es als Kritik haben. Wir haben einen deutschen Titel, Spider-Mans Brückenduell. Komisch, dass der nicht auf allen Teilen, beziehungsweise auf allen Polybags immer drauf ist. Hier ist er mal drauf. Spider-Man's Brückenduell, beziehungsweise auf allen Sets auch. Aber machen wir einfach mal auf. Das hier ist übrigens kein Schwarz, das ist ein sehr dunkles Blau. Wir sind hier schließlich nicht bei Batman. Ich muss gleich sagen, die Tüte fühlt sich nicht so voll an wie einige andere dieses Jahr. Oder hängt noch etwas genau unter meiner Hand. So, jetzt ist sie leer. Wir haben eine Bauanleitung natürlich zum Ausfalten. Sie sieht aus wie eine übliche DIN A4-Anleitung. Ist es eine DIN A4-Anleitung? So baut man Spidey zusammen. So baut man die Drohne zusammen. Und so auch. Das werden wir gleich auch ansonsten ohnehin hier tun. Das Interessante an diesem Spider-Man, weswegen sich viele darauf gefreut haben, auf diese Polybag, ist natürlich, das hier ist nicht der blau-rote. Der blaurote Spider-Man, sondern der schwarzrote. Aus eben, ja, ich glaube auch aus Far From Home. Diese Figur gab es ansonsten, soweit ich weiß, nur in dem Mysterio-Set, dem regulären, und ansonsten halt in dieser Polybag. Ich meine, das hier ist lustigerweise ja auch passend zu Mysterio mit den Drohnen. Insofern quasi eine Erweiterung zu dem anderen Mysterio-Set, wobei das andere Mysterio-Set basierte stärker auf den Comics. Das hier ist wirklich direkt auf den Filmen basierend. Und ja, wer also relativ einfach und günstig den schwarzen Spider-Man haben möchte, nicht Miles Morales, sondern ne, den schwarz-rot kostümierten, der kann hier kriegen. Der Rücken ist, das ist ein schöner Druck. Das sieht gut aus mit dem vielen schwarzen Spinnensymbol hinten drauf. Sehr schön, sehr, sehr schattierte Augen. Das ist, oh, was ist das denn? Das ist nur ein Stückchen Staub, okay. Sehr schattierte Augen, sehr detailliert gemacht, okay, und die Beine hier auch mit einer entsprechenden schwarzen Bedruckung, beziehungsweise auch dual molded. Zwei Plastike, nicht einfach Farbe, nein, zwei Plastike, sehr schön. Sehr hübscher Spider-Man. So kann man ihn auch aussprechen, wenn man unbedingt will und ganz komisch klingen will. Und dann hat er diesen komischen Schild, und da kommen wir zu dem Ding, was ihr an dem Set nicht so gefällt. Stickerbogen! Eine Polybag mit Stickerbogen, die nicht von Speed Champions ist, haben wir, glaube ich, noch nie hier gehabt. Es gab die in der Vergangenheit ganz am Anfang der Polybags mal, aber ansonsten hat Lego das eigentlich immer, ja, vermieden, in Polybags Sticker zu packen. Da waren immer bedruckte Teile drin, gerne auch mal exklusive Teile. Da hat Lego sich nicht lumpen lassen bei den Polybags. Die wissen genau, dass die Dinger in großer Zahl einfach über die Kasse gehen und dass sich das lohnt.
Diesmal nicht. Diesmal bekommen wir Sticker. Und bei einem der kleineren Polybag dann auch noch gleich. Sind das drei Stück? Das sind drei Stück. Ich war gerade nicht sicher, ob das vielleicht noch sogar noch zweigeteilt ist. Gerade die Tower Bridge auf eine 2x3er Fliese. Die werde ich schon mal nicht drauf tun. Sie ist unnötig. Dann hat Spider-Man halt einfach nur was Schwarzes in der Hand. Weil, Sticker halt. Weil ich werde dieses komische Tower Bridge Ding wahrscheinlich nie mehr irgendwo als Tower Bridge verwenden oder als sonst was. Deswegen werde ich den Sticker weglassen, damit ich die Teile weiterverwende. Das ist einfach hier der Plan. Gut, beim Bedruckten hätte ich die Option nicht gehabt. So kann man es halt auch sehen. Man kann auch sagen, gut, wenn halt Sticker sind, habt ihr die Option, das Ding ohne Bestickung oder Druck zu nutzen. So kann man es positiv verkaufen. Ich bin trotzdem nicht begeistert, weil ich mag halt auch Sticker nicht sonderlich. Und dann kann er mit der anderen Hand noch Netz schießen, wie es auf der Verpackung halt auch angedeutet war. Haben wir noch ein Netz? Wir haben noch ein Netz. Wunderbar. Das ist unsere Figur. Eigentlich eine schöne Figur. Dafür, dass es ein Spider-Man ist, der halt sonst keine großen Teile mehr bei hat, Panzerung oder so. Aber eine schön bedruckte Figur. Hat er nicht eine. Nee, die Arme sind nicht seitlich bedruckt, aber sie sind schwarz. Was wahrscheinlich die bessere Option war. Ihr wisst ja, Lego und Farbabdeckung ist immer nicht so ideal. Insofern war es wahrscheinlich die bessere Option, einfach zu sagen, komm, dann machen wir einfach gleich schwarze Arme. So, und jetzt kann ich mal anfangen zusammenzubauen und kann ja auch gleich sagen, wenn mir irgendwas teilemäßig besonders auffällt. Okay, das ist schon mal interessant gebaut. Sehr viel Neongrün. Hä? Ah, da kommt noch einer drauf. Okay. Das ist eine spannende Art, diese Noppenversetzung einzubauen. Das Teil sehen wir auch dieses Jahr unglaublich häufig. Der 2x2er mit hier diesem Haken für eine Schnur oder ursprünglich war der für Schnur, für Kräne und so dran. Hier einfach mal zum Einklemmen als Gegenstück zu einer 1x2 Jumperplatte gedacht. Das ist eine gute Idee. Das gefällt mir. Das muss ich einfach mal sagen. Schöne Idee. So, das bauen wir zweimal, das bauen wir zweimal. Okay, einmal. Und wo ist der andere? Hier. Machen wir dich noch einigermaßen gerade. So, und dann pappen wir euch da drauf. Ja, das ist die erste Seite jetzt. Von der Drohne wird ein netter, kompakter Bau mit vielen Snacksteinen, wie ihr gerade gesehen habt. Wir haben hier die zwei, einmal Zweier auf einmal zwei, einmal eins auf einmal eins und einmal zwei auf einmal vier. Sehr schön. Snacksteine immer gut. So, jetzt schaue ich gerade. Bisschen auf der Seite auf die Anleitung, wie das okay gedacht ist. So, dann der silberne hier. Beziehungsweise Metallic Dark Bluish Gray. Ja, ich glaube, das ist die Farbe. Und dasselbe auf der anderen Seite. Einmal so beiseite. Und jetzt kommen die Stud-Shooter. Und wir haben eine neue Art von Stud-Shootern. Also zumindest hier noch nie gesehen, geschlossene Stud-Shooter, die halt auch ein neues Auslöserteil haben. Wie auch immer das hier rein. Ah, so rum. Genau. Was den großen Vorteil hat, die Einzelpinöppel, die schießen, sind jetzt nicht mehr außen drauf. Das heißt, die fallen nicht mehr einfach so ab, sondern die gehen erst ab, wenn man tatsächlich schießt. Oh, und einigermaßen Kraft ist auch drauf. Alles klar, also dich statten wir jetzt auch mal mit Munition aus. Nee, kann man noch nicht. Du hast ja noch gar nicht das Ding. Nachteil, diese Dinger sind nicht so schön als Eisenbahnschotter geeignet wie die anderen. Irgendwas ist ja immer. Aber bis ihr da bei den anderen ordentlich Eisenbahnschotter zusammen habt, habt ihr halt auch mal eben das komplette Lego-Programm fünfmal gekauft.
So viel Masse ist da halt nicht dran. Ups. Da! Sehr einfach beim Zusammenbauen eigentlich aus Versehen gegenzudrücken, habt ihr jetzt gerade gesehen. Etwas unpraktisch, also im Bau. Zack und zack. Und so, jetzt kämen die anderen Sticker hier drauf, sprich der hier hinten und der hier vorne. Mache ich das? Ich weiß es noch nicht. Erstmal packe ich jetzt hier die restliche Bewaffnung an die Drohne. Und ich glaube, die sieht ohne die Sticker gut genug aus. Das heißt, die kann ich auch einfach... Oh, falsch rum. Die kann ich auch einfach komplett ignorieren. Und dann habe ich immer noch eine gut aussehende Drohne. Denn das Ding ist klein. Ja, das muss man definitiv sagen, das Ding ist klein. Aber sie sieht gut aus. Und ich meine, es ist eine Drohne. Eine von Mysterios Kampfdrohnen. Die soll ja nicht groß sein. Die soll ja irgendwie halbwegs zu der Figur passen. Die ist für die Figur immer noch verdammt groß. Aber das ist in Ordnung. Wäre natürlich cool gewesen, wenn wir zwei davon bekommen hätten, weil, wenn ihr euch erinnert, Mysterio davon einen ganzen Schwarm immer hatte. Ja, die taucht ja nicht alleine auf, sondern dann irgendwie gleich 20 Stück oder so. Aber ich finde die in Ordnung, die sieht gut aus. Die ist einigermaßen kompakt. Die hat weiß und neongrün und ein bisschen grau, eigentlich eine schöne Farbe. Also für eine Drohne, für alles andere eher nicht. Aber für die Drohne, ich finde das eine gut gemachte Drohne, eine gut gemachte Version. Die neuen Shooter sind nice. Die Sticker sind lästig, aber wie gesagt, die kann man auch komplett weglassen. Da sieht sie immer noch gut aus. Bauweise teilweise tatsächlich spannend, auch mit der versetzten Noppe hier drin, wie die eingebaut ist. Ich bin alles in allem durchaus zufrieden mit diesem Teil. Und wenn man sich jetzt 4 oder 5 von dieser Tüte kriegt, die kosten jeweils 4 Euro, das kann man ja durchaus machen, dann hat man irgendwie den Preis von einem kleinen Set. Und dann hat man dafür halt 4 oder 5 entsprechende Drohnen, mit denen man mal ordentlich Spider-Man einheizen kann. Das funktioniert, das ist ganz brauchbar, das ist eine schöne Wahl für eine Polybag auch. Passt einfach, Polybag macht so ein kleines Ding. Trotzdem eine komplette Filmszene irgendwie zusammenbekommen. Ich finde es in Ordnung, ich finde es schön. Man hat danach natürlich 5 von den Spider-Mans, die braucht kein Mensch. Aber auf der anderen Seite ist diese Variante von Spider-Man relativ gesucht. Sprich, man kriegt die auch wieder los und hat dann die ganzen Drohnen. Und das sind jetzt keine extrem besonderen Teile, bis auf diese Shooter, die einfach nur deswegen noch nicht so häufig sind, weil sie noch neu sind. Insofern kann man das durchaus auch auf Grundlage der Anleitung einfach mal nachbauen. Ich glaube, das wird klappen. Ich weiß nicht, wie viele Ferngläser ich schon habe. Von denen habe ich, glaube ich, auch ein paar. Ich habe so ziemlich alles, was hier drin ist, irgendwie 50-60 Mal. Also kein Problem, diese Drohne auch mal nachzubauen. Gut, die hier könnte noch schwierig werden, diese spitzen Curved Slopes. Aber nett. Und wir haben einige Teile übrig. Wir haben 2 von dem übrig. Einer liegt auf dem Tisch, der andere unterm Tisch. Einzelpinöppel mit Loch innen, weiß. Wir haben nochmal so ein Schussding, das, wofür ich jetzt nicht wirklich eine Verwendung sehe, aber es sind interessante Formen. Vielleicht kann man das nochmal für irgendwas brauchen. Ich habe jetzt keine Idee wofür, aber vielleicht kommt da noch eine. Käseecke in hellgrau, einmal Netz und ein runder einmal 1 Fliese in Trans Light Green Yellowish Slimy Crap Stuff. Irgendwie sowas. Das jedenfalls ist diese Polybag. Sie ist klein, sie ist fein. Und morgen kommen wir nochmal zu Disney. Bis dahin und viel Spaß beim Bau.